Grüß euch Leute. Heute ein Video für alle Nicht-Landwirte, weil ich gerade ein bisschen Zeit habe, weil wir auf eine weitere Entfernung silieren. Erkläre ich euch einmal, warum silieren, weil das immer wieder ein Widerspruch ist. Silieren oder Heu, der Milchviehfütterung. Normalerweise frisst die Kuh auf einer Wiesen, von der Weide, und so wie man da jetzt zum Beispiel sieht, das ist eine Brache, aber als Beispiel, es gibt da quasi ein Jungsgras, dann ein bisschen Ödersgras, und so nimmt quasi eine Kuh ein frisch, ein Softfutter, beziehungsweise durch das ödergewachsene, ausgewachsene Rohfaser auf. Und Heu ist jetzt sprich ein Trockenfutter und viel Rohfaser hält dich. Aber Kuh braucht auch Softfutter. Und Softfutter ist nun mal halt frisch, feucht. Und daher silieren wir mehr oder weniger. Und was passiert beim Silieren? Also jeder von euch kennt sicher Sauerkraut. Und Sauerkrautherstellung ist ähnlich wie das Silieren. Wir versuchen quasi durch das leichte Anwelken den Zuckergehalt der Restpflanzen zu erhöhen. Durch diesen Zuckergehalt und durch die Soft entsteht quasi dann Milchsäure und es entsteht eine Milchsäurevergärung. Das ist gleich wie beim Sauerkraut. Und diese Milchsäure macht das Silage oder das Sauerkraut im haltbar und macht so auch die Nährstoffe leichter verfügbar für die Kuh. Was sind noch so weitere Vorteile beim Silieren? Also die, wenn man jetzt da so Pflanzen anschaut, das ist jetzt zum Beispiel Luzerne, das hat einen Stängel und die meisten Nährstoffe sind in die Blätter drin. Und wenn man Luzerne zum Beispiel jetzt Tierfutter heu machen würde, dann wäre unter Umständen die Blätter, weil die relativ fein sind, könnten unter Umständen vom Stängel abfallen und so verloren gehen als Nährstoffe, als Futter. Durch das, dass das leichter grün ist, bleiben mehr Blätter einfach drauf und wir haben einfach die Nährstoffe besser für die Kuh verfügbar. Oder wir können es so schaffen, das Futter oder die Nährstoffe mit heimzunehmen und nicht unter Umständen, wenn das ganze Tier ist, das am Feld bleibt. Heufütterung ist natürlich neben der Silage unbedingt notwendig, weil wir müssen ja die Rohfaser sicherstellen und das funktioniert ja auch gar nicht. Also nur wenn man jetzt Silage futtert, heißt das nicht, dass man Heu futtert. Jede Kuh braucht quasi auch Rohfaser. Warum Silieren noch notwendig ist oder ein Vorteil ist für uns, ist, wir haben einfach bei uns in unseren Breiten nicht die Möglichkeit, dass wir die Kuh auf die Weide stellen, sondern wir müssen von weiterer Entfernung das Futter bergen oder heimbringen und einfach der Kuh vorlegen. Wenn wir lauter so kleine Feldstücke haben und relativ weit hat, da kann man einfach eine Weide nicht machen. Man muss Wasser hinstellen, man muss das einzäunen, man muss sicherstellen, quasi, dass die Kühe nicht Passanten angreifen. Das ist immer wieder so ein Thema. Daher bei weiterer Feldhofentfernung muss man einfach silieren oder das Futter bergen, eben in Heu oder Silage. So, wenn es euch mehr interessiert, dann schaut einfach weiter in meinen Kanal. Tschüss.